Einen schönen guten, meine Guten, und herzlich willkommen bei Harry Potter, die Magie erwacht. Ja, es gibt Neuigkeiten und die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. So ist es. Ja, vor zwei Tagen gab es ein kleine Wartungsarbeiten. Unter anderem ist das heute alles irgendwo rausgekommen. Und wir gucken natürlich auch gleich mal rein. Ich hoffe, ich vergesse nichts. Man mag es mir nachsehen. Ab und zu, wenn so viele Updates kommen, kann es sein, dass ich das ein oder andere mal vergesse. Aber ihr habt ja selber das Spiel und könnt selber nochmal gucken. Ansonsten bei Fragen immer unter das Video. Butterstellen, ich beantworte jede Frage, soweit es in meiner Macht und Möglichkeit besteht. So, wir gucken mal rein. Legendäres Outfit gibt es, Teestunde in Türkis. Dann haben wir einen Zauberstabskin. Gucken wir auch rein. Eine Eule, Streifenkauz. Dann haben wir hier ein Buch voller Geschichten, das zweite Kapitel. Das könnten wir vielleicht mal durchspielen, weil die sind ja eigentlich immer schnell ruckzuck durchgespielt. Glaube ich auch ohne Kampf und sowas. Ist nur einfach viel zu lesen, das überspringe ich dann. So, dann haben wir neue Funktionen, Nebenstories. Im Tab, okay, gucken wir auch mal abseits des Weges. Zeitanpassung. Warte, wird dann Zeit, okay, Zeit nicht verfügbar sein? Okay. Und dann Optimierung hier. Ja. So einige kleine Fehler. Wobei nur grobe Fehler sind mir noch nie aufgefallen hier. Eigentlich immer frisch up to date. Und wenn, dann war es immer eigentlich ruckzuck weg gewesen. So. Und wir gucken natürlich rein. Hogwarts betreten. Das hier mit dem Buch, das ist ja auch neu, sehr schön. Dann gibt es hier, habe ich gesehen, gerade mal, wohin noch, Einstellungen. Können wir auch mal reingucken. Kleines Design, kleine Spielereien, aber für den einen oder anderen ist das ganz lustig. Ich mag sowas auch immer, so ein bisschen Design angepasst. So. Dann haben wir hier einmal, jawohl, hier haben wir schon das Geheimnisrad. Ja, komm, können wir ja kurz mal gucken. Kann ich eigentlich drehen? Nee, ich habe überhaupt keinen fliegenden Schlüssel. Aber hier ist dieser Streifenkauz. Hier haben wir nochmal einen neuen Zauberstab. Was kann der noch? Erkundungsattribut 15% mehr und Duellierrettungsversuche plus 1. Habe ich auch einen. Okay. Und dann natürlich hier, also ich habe hier bis jetzt von diesem Zauberstab oder dieses Skin noch nichts gekriegt. Allerdings muss ich sagen, hatte ich letztes Mal ja gesagt, ich wollte kein Geld da lassen, aber ich habe mir doch noch den Farmpass gekauft. So, dann haben wir hier nochmal limitierte Aufnahme, das ist alles zum Kaufen, wer es haben möchte. Bei Ravenclan bin ich ja, wahrscheinlich ist das von in dem Haus, wo ihr drinne seid, könnt ihr das natürlich kaufen. In meinem Fall ist bei Ravenclan, wo ich drinne bin. So, dann gucken wir hier die Saison nochmal an. Ein Buch voller, da sind wir ja schon, hier zweite Kapitel. Wir starten einfach mal die Story. So. Finde nach dem Unterricht ein leeres Klassenzimmer. So, dann werden wir noch gleich mal reingucken. Wie gesagt, das zum Lesen überspringe ich dann eigentlich immer. Ihr müsst es ja sowieso durchspielen. Und dann, wer das lesen möchte, kann das dann gerne tun. So, und wir gehen einmal drauf zu. Klicken hier oben an und dann geht's auch schon los. Okay, geh zu Kevin. Machen wir doch mal. Wo ist er denn? Holen wir das Notizbuch raus. Kann man die überspringen? Jawohl. Geht auch. Da haben wir den Geist. Sir Nicholas. Right. That's what Moret. What happened? Ja, gibt immer viel zu lesen, deswegen sagte ich ja schon. Sonst wird's allzu langweilig. So. I
Auch das überspringen wir hier. Fortsetzung folgt. Und das war es auch schon gewesen. Wie gesagt, ist relativ einfach. So, dann holen wir die Story. Holen wir nochmal ein bisschen was ab. Jawohl, 20 Diamanten. Sehr schön. Dann haben wir in der Saison Erkundung. Genau, das ist ab 18. April, seit heute. Doppelte Belohnung. Und täglich zweimal Belohnungschancen. Okay, das ist auch neu. Dann haben wir nochmal ein Malbuch. Da starten wir doch mal. Keine Pinsel haben wir natürlich nicht. Pinsel erlangen. Haben wir denn schon welche? Guck mal hier, haben wir schon welche. Zack, da haben wir 25 Stück. Und Maddie einmal ein Spiel an. Hat sich natürlich jeder gemacht. Haben wir natürlich auch schon. Dann können wir einmal mit 50 Pinsel starten. Ich mache das immer hier schnell malen. Zack, da ist schon was ausgemalt. Und ja, hier oben haben wir schon fliegende Schlüssel. Ein fliegender Schlüssel, zwei, drei könnten wir erlangen. Das heißt, wir könnten dreimal drehen im Drehrad. Und vielleicht, wenn wir mit Glück den neuen Zauberstab bekommen. So, gespeichert ist das. So, haben wir erlangen. Was gibt es denn noch? Gewinne, nimm an einen Tanzteil. Siehst du, ah, genau, im Wald war ich heute auch schon mal gewesen. So, die Prüfung, das ist bis zum 30. April. Solltet ihr auch noch machen, gibt es kleine, schöne Sachen, eigentlich gar nicht mal so schwierig. Und die neuen Karten könnt ihr hier alles gleich mal ausprobieren. Und ich habe das, wie gesagt, schon gemacht. So, dann haben wir hier nochmal das Blumen. Zeug, was ich hier schon mal vorgestellt habe. Blumen, Pflanzen und ja, Ernten und dann eigentlich eine schöne Sache. So, das ist auch neu. Jetzt verfügbar für Android und iOS Widgets. Könnt ihr euch selber ein Widget machen. Vorne drauf und dann ja, für die richtigen Hardcore Harry Potter wird das machen. Dann einmal. Achso, ja gut, PC ist was anderes, könnt ihr hier natürlich euren nochmal ausmachen. Dann habt ihr hier einen Hintergrund, nee, kann ich jetzt gar nicht machen, doch hier, doch. Habt ihr noch einen Hintergrund, was ihr auswählen könnt für das Widget auf euer Handy oder Tablet. Sehr schön. Dann habt ihr hier, könnt ihr hier nochmal, ob das alles angezeigt hat, welchen Server. Hier die Region und dann Siegerserien und sowas oder Aktivitätstracker, was ihr da alles so gehabt habt und sowas. Könnt ihr alles anzeigen. Sehr schöne Sache, finde ich. Für welche, die das richtig auf ihrem Handy haben wollen, finde ich das gut. So, wir gucken hier oben Magie, den Farmpass oder Magiepass habe ich auch fertig. Wie gesagt, ich habe dir den einfachen Magiepass gekauft für 10 Euro und dann holen wir uns das natürlich alles mal ab. Und ich bin gespannt, was es hier an extra Belohnung rauskommt. Das habe ich extra aufgehoben für dieses Video. Und wir holen erstmal alles ab hier. So, hier gibt es eine Karte. Kann ich übersprungen werden? Das sieht schon mal gut aus. Dann ist das schon mal eine höherwertige. Und ja, bekommen. Nee, das habe ich nicht. Weiß ich nicht. Das Buch. Was bekomme ich hier? Ah, wir sind gespannt. Ich kann nicht überspringen. Also müssen wir uns das alles erstmal schön angucken. Okay, legendär. Das Buch. Jawohl. Habe ich damit. Sehr schön. Ach, das kann ich hier noch gar nicht. Das kann ich hier noch gar nicht. Aber ich habe eine schöne Karte bekommen. Sehr schön. Dann gucken wir hier noch mal rein, was der Pass beinhaltet hat. Wie gesagt, hier diesen Pullover, wobei ich finde, hässlich, ehrlich gesagt. Und natürlich hier noch mal Schlüssel und sowas. Alles schon ausprobiert, aber nichts gewonnen. Nichts gewonnen, leider. So. Okay, habe ich gerade gesehen. Könnt ihr natürlich auch noch Freunde beschenken. Auch nicht schlecht. So, wir holen hier nochmal schnell die Karten ab. Macht das auf jeden Fall immer. Gibt schöne Sachen. Immer die Aktivitätstruhe hier. Für jedes Duell. Moment, hier war es hier gewesen. Verbotener Wald, Duellierclub, heutiger Unterricht und Tanzclub. Gibt es immer
Was Schönes. So, was haben wir denn im Laden? Ach, da haben wir magische Studien. Gucken wir natürlich rein. Hier können wir auch mal abholen. Ein paar Karten. Das überspringe ich auch immer gerne. So, und dann haben wir hier wieder ein paar schöne Karten. Und hier haben wir nochmal 5 in Besitz von den goldenen. Holen wir uns natürlich auch nochmal ab. Neugierige Kartenkinder. Okay, wieder was freigeschaltet. Ja, schön. Und hier holen wir auch nochmal ab. Überspringen auch gerne. Oh, das sieht nach einer... Jawohl, hier, guckt mal an. Cassandra habe ich hier nochmal. Sehr schön. Was gibt es hier nochmal Schönes? Ach, das ist der neue Zauberstab. Hatten wir ja eben gerade schon mal gehabt. Wie gesagt, für den einen oder anderen Interessierten könnt ihr natürlich auch den Zauberstab wechseln, weil ihr eine sagt, wofür soll das gut sein? Und hier geht ihr auf den Zauberstab-Skin. Ich habe hier auch mehrere. Und dann seht ihr natürlich Erkundungsattribut 15. Ich habe den hier schon am Laufen. Und dann hatte ich hier den einfachen. Wenn wir da wechseln, einmal aufmachen, das ist nichts Besonderes. Aber hier habe ich schon mal einen und die hätte ich hier auch noch mal. Hier unten auch noch mal Sammlung 60, Duellier Rettungsversuche ein. Der war am höherwertigsten, den ich hier oben habe. Den werde ich auch weiterhin benutzen. Eigentlich sollte man immer das Höchste benutzen. Jawohl. Das dazu. Hier haben wir noch einen Punkt. Oh, ach, das Malbuch haben wir. Pinsel erlangt. Pinsel erlangt. Haben wir denn dann? Okay. Oh, hier haben wir noch was gemacht. Was immer das eben zu bedeuten hat. Okay. Machen wir natürlich auch nochmal. Dann kriegen wir natürlich auch schon mal. Ja. Schnellauswahl. Bestätigen. So, dann haben wir hier schon mal einen fliegenden Pinsel. Den setzen wir doch auch gleich mal ein. Vielleicht haben wir ja Glück. Vielleicht habe ich mit euch Glück. Wäre ja cool. Wo war es denn? Da. Geheimnisrad. Da gehen wir doch mal rein. So. Ja, einmal drehen. Jawohl. Und dann schauen wir mal, was wir so Schönes kriegen. Okay. Okay. Haben wir hier nochmal Trunk des Friedens. Okay. Lieber haben als brauchen, sage ich immer. Okay. Aber kaufen tue ich mir die Schlüssel auf jeden Fall nicht. Das ist mir viel zu teuer. So, dann haben wir hier in den Ranzen. Gibt es hier nochmal Infos. Da ist bestimmt auch noch irgendwas freigeschaltet. Hier haben wir New. Jawohl, den Titel. Hier noch mal, ja, Kräuter ändern wir hier noch mal, dann haben wir das auch. Jawohl, sehr schön. Wer sich mit mir verbinden möchte, Freundschaftsanfragen, ich habe noch mal komplett ausgeräumt, weil war alles voll gewesen und ich weiß gar nicht, ob ich die am Anfang mal gehabt habe, musste ich ja Freunde suchen. Also wer sich mit mir noch mal verbinden möchte, es ist relativ viel Platz. Hier oben ist meine Nummer 00007 6508. Einfach aufschreiben, jetzt auf Pause drücken, aufschreiben oder hier oben Onkel Jens eingeben. Passt alles. Da findet er mich. Wie gesagt, kann man sich mit mir befreunden. So, das soll es auch für heute gewesen sein. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Donnerstag. Viel Glück da draußen. Tschüss, Leben, wie immer. Euer Onkel Jens.